Futsal Liga West, 11. Spieltag. Die Futsal Panthers Köln empfangen Fortuna Düsseldorf. Es ist ihr erstes Heimspiel in der Rückrunde. Und dass dieses Spiel auch noch das Rhein-Derby ist gegen Düsseldorf, birgt besondere Brisanz. Bislang die Bilanz eindeutig. Alle 4 Spiele gewannen die Kölner bei einer Bilanz von 25:6 Toren. Hinein ins Spiel die Gastgeber in Schwarz-Weiß, von rechts nach links, direkt mit gutem Kombinationsspiel. Asiel Sanic, No-Look-Pass, doch der Abschluss zu ungenau. Und weiter geht es nur in eine Richtung. Die Kölner, wie aufgedreht, Niklas Hofmanns, schöner Doppelpass, doch den vergibt er freistehend. Und wieder Hofmanns im Mittelpunkt, wieder ein schöner Doppelpass und Querbalken. Tolle Kombination und im Gegenzug Adi Vrebats, doch er verzieht. Dann der Auftritt von Düsseldorfs Torhüter Christian de Groot. De Groot will dribbeln, schöne Finte, doch er rutscht weg. Christoph Grüschenpöhler und da steht es 1:0. Die Düsseldorfer gucken konsterniert und die Kölner führen 1:0. Christoph Grüschenpöhler hat gut aufgepasst, doch so richtig freuen tut er sich nicht. Warum? Es ist nicht klar zu erkennen, ob es sein Tor ist oder eine Kombination mit de Groot oder vielleicht beide. Und dann geht's ganz schnell. Gilo Hirosawa, 18. Tor im 11. Spiel nach schnellem Einkick. Gut abgestaubt, aber wieder geschlafen vor den Düsseldorfern. Da passen sie eine Viertelstunde super auf und dann kassieren sie innerhalb von 3 Minuten 2 Tore. Und weiter geht's. Futsal ist auch körperbetont. Hier, man sieht auch die Rivalität. Und dann ist wer frei? Genau, Joscha Faas. Er wird von seinen Kameraden die Krake genannt. Klar, bei so langen Gliedmaßen, bei 1,91 Meter Größe. Aber hier ist er auch ganz groß, was die Schusstechnik angeht. Er verwandelt nach tollem Zuspiel sicher sein 8. Treffer in dieser Saison. Dann zweite Hälfte und die beginnt mit einem Hoffnungsschimmer für die Gäste. Viktor Behram verkürzt nach kapitalem Fehlpass auf 3:1. Behram ja erst 19 Jahre alt und das auch erst sein zweites Futsalspiel mit gutem Riecher. Dann der Kampf. Michel Schnitzerling gegen Torwart Christian de Groot. Und man hört auch noch Trainer Fedor Brack. Doch Pfosten und Torhüter bleiben Sieger. Jetzt ist richtig Feuer drin. Berg auf Behram. Doch der scheitert am Pfosten. Hier ist heute noch alles möglich. Wieder de Groot. Schöner Schuss von Hofmanns, doch noch besser gehalten. De Groot wieder im Rampenlicht mit einer guten Vorbereitung. Und sein Gegenüber Maximilian Bartsch, ein weiter Abstoß. Er trifft nur das Aluminium. Dieser Treffer hätte gezählt. Hier das 6. Mannschaftsfoul in der 2. Hälfte von Düsseldorf. Heißt für die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach, Freistoß ohne Mauer aus 10 Metern. Und Niklas Hofmanns läuft an, trifft 4:1. Damit ist der Deckel drauf. Die Nummer 1 am Rhein bleibt Köln. Kölsch gewinnt gegen Alt. Und die Futsal Panthers klettern durch den Sieg wieder auf Platz 1, weil Konkurrent Bielefeld-Sennestadt wieder verliert. Am kommenden Samstag muss Köln nach Münster. Und Düsseldorf bleibt 5. und empfängt Bonn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.